Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Together Minecraft mit Mina Sharina und QuarkWLP. Viel Spaß! Viel Spaß! Guck mal, der Baum, den ich beim letzten Mal gepflanzt habe, der ist jetzt mitten in der Wüste gewachsen. Ach, schön. Da habe ich einmal so einen Erdblock hingesetzt. So eine Birke in der Wüste. Yay! Wer hat das schon? Der Baum tut mir leid. Ja, wie weit waren wir beim letzten Mal? Ja, also ich bin ja noch hier unten in der Möchtegern-Mine, zumindest bisher. Und hat ja beim letzten Mal hier das kleine Zimmerchen gefunden, das Räumchen eher besser gesagt. Mit der Truhe war ja leider nicht so erfolgreich in der Truhe. Leider kein Sattel drin zum Beispiel. Ja, oder irgendwie Kakaobohnen oder sowas. Da ganz unten ist der. Ja, und ich brauche jedenfalls was Neues zum Abbauen. Mit der Schere komme ich jetzt nicht mehr weit. Ja gut, dann mache ich dir kurz ein bisschen Werkzeug. Haben wir denn so? Du kriegst eine Eisenspitzhacke. Oh ja, bitte. Und ich mach dir danach. Ich habe nicht noch mehr Eisen, ich habe jetzt nur noch Eisen. Dann noch Steinspitzhacken zur Not. Wie viel hättest du gern? Ich mach dir jetzt erstmal. Mach einfach mal drei so. Drei. Die gehen ja relativ schnell kaputt. Gut, und dann mache ich mich mal auf den Weg zu dir. Wo geht's lang? Da, ungefähr dahin. Ich weiß jetzt wohl nicht, wie man hier rauskommt. Ich habe es leider vergessen. Werden wir schon irgendwie finden. Und ansonsten. Ah, hier schneit's. Mu. Warst du ansonsten denn mit deinem Haus fertig? Ich glaube ja. Ich kann mich nicht mehr so dolle dran erinnern, aber. Ein Wolf. Ich glaube schon. Glück war das nicht tief. Ich habe gerade nicht auf den Boden geachtet. Oh je, ich habe ja auch noch gar keine Fackeln. Wie habe ich das denn beim letzten Mal herbekommen? Keine Ahnung. Fackeln habe ich zumindest noch 10 und ich. Ja, Kohle habe ich keine mehr, aber du findest schon welche. Ich kann dir auf jeden Fall ein bisschen Holz geben. Ich habe mehr als genug Holz dabei. Okay. Na, gucken wir mal. Ich glaube, ich mache den Monster-Spawner hier mal weg, weil wenn wir dir. Die Monster dann anmachen, dann ist sie ja wenigstens nicht was. Da, ja. Was sind das für Monster spawnen überhaupt? Ja, ich will sagen Spinne. Ist da lauter Spinnenleben drumherum? Nein. Aber das dreht sich so. Ja, die drehen sich alle, die Monster spawnen. Ist nur, du siehst halt da drin, was die spawnen. Also ich weiß nicht, am Anfang gab es ja diese drehenden Schweine. Ja. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob es jetzt einfach nur noch spezielle gibt. Aber normalerweise müsste man sehen, was drin ist. Ich bin jetzt fast bei dir. So. Müsste ich nur noch wissen, wo der Eingang der Mine ist. Ja, ich habe ja auch keine Ahnung mehr. Ich habe es, wie gesagt, vergessen, wo es war. Ich sehe auf jeden Fall da hinten deinen Namen. Ich gehe mal da in die Nähe. Hier regnet's, hier schneit's. Ich nehme mal ein bisschen Erde und mach mir mal eine Spur. Das ist ein Schwein. Ein rosa Schaf. Unglaublich. Oh, krass. So selten, aber wenn man es nicht braucht, ne? Ich sehe hier aber auch nicht viel. Der Schnee ist echt ganz schön dicht. Okay, sollte ja erstmal reichen. So. Dann mach ich mal da eins hin. Ich meine, ich kann ja auch einfach nach unten graben, aber. Okay, der war schon mal falsch. Auch die letzte Aufnahme noch nicht durchgeguckt, das heißt auch daher weiß ich nicht, wo du runtergegangen bist.
Weißt du denn noch, ob das ein großer Eingang war oder ein kleiner Eingang? Nein. Ja, ich habe ihn gefunden. Ich weiß gar nichts mehr. Da bist du. Ah, da war ich ja gar nicht mal so verkehrt. Moment, wo war ich? Wo komme ich denn jetzt eigentlich hier? War ich hier? Ich gebe dir jetzt erstmal deine Spitze. Nein, da kamst du her. Oh oh. Also ich kam von hier. Hier ist der Ausgang. Okay. Habe ich jetzt alles? Ja, solltest du haben. Okay, danke. Dann versuche ich es jetzt erstmal einfach. Genau, du machst jetzt schon Eisen ab. Baust du ja schon Eisen ab? Ja, ich suche schon mal ein bisschen nach so mit Materialien, weil das, was wir jetzt vorhaben zu machen, ist auf jeden Fall eine 500 Meter lange Schienenstrecke für den Erfolg. Ich guck mal kurz, wie er heißt. Per Schiene. Reise mit einer Lore mindestens 500 Meter in eine Richtung. Dafür brauchen wir auf jeden Fall einiges an Schienen. Und wir brauchen dafür auch Redstone. Das heißt, wir würden das auch riesig auf dem Berg verteilen, aber nein. Wir machen das mit Booster-Schienen. Ich werde jetzt erstmal kurz mit ein Schwert und so erstellen aus Holz. Fehlt nämlich noch. Okay. Ja, und was mir dann eben aufgefallen ist, als ich so kurz mal in das letzte reingeschaut habe von uns, beziehungsweise von mir eher gesagt. Ja, ich muss sagen, ich baue willkürlich die Sachen ab. Da steckt jetzt auch kein System hinter, also wundert euch nicht. Ich mache das irgendwie so, wie es mir gerade gefällt. Okay. So, jetzt habe ich eine Spitzhacke gemacht. Okay, die Schaufel hat nichts gebracht. Eine Axt. Zeit für Ackerbau, eine Spitzhacke. Und jetzt noch ein Holzschwert, dafür habe ich zwar keinen Platz mehr, aber na gut. Tada, Zeit zum Zuschlagen. Ach so, ja, dann kann ich das ja eigentlich auch irgendwann nochmal machen. Ja, du musst das nur geht ja ganz einfach. Aus Holz die Standardsachen machen und Holz habe ich auf jeden Fall genug dabei. Ich gucke jetzt mal, ob mir jetzt noch in einer von den einfachen Erfolgen fehlt. Brot aus Weizen herstellen. Ja, Weizen kriegen wir ja auf jeden Fall bei dem Dorf. Das bauen die ja immer an. Und ansonsten falls mir ja irgendwie... Obwohl, hatte ich nicht sogar Weizen gefunden in dieser komischen Truhe? Hm? Ach, Weizen ist nicht so selten. Ja, ich hatte sogar Weizen gefunden in dieser... Oh, okay, ich habe eine Avatar-Auszeichnung freigeschaltet. Was hast du nur gemacht? Ich hatte es erst abgebaut und dann gerade eingesammelt. Aha. Ja, du hast wahrscheinlich so und so viele Sachen eingesammelt und abgebaut. Also einen Kuchen backen müssen wir noch. Das wird dann, ja, müssen wir nachher mal gucken. Braucht man einen Eimer mit Milch, Zucker, Eier. Ja, das ist alles nicht so kompliziert. Wir müssen den Fisch fangen. Entweder müssen wir dafür erstmal die Monster aktivieren. Oder wir finden Spinnweben. In der Mine zum Beispiel. Oder hast du schon welche? Ich glaube nicht. Monster angreifen und töten können wir auch nur machen, wenn wir Monster aktivieren. Obwohl. Oh. Doch, habe ich auch. Du hast Fäden, ja gut. Das heißt, du kannst dir eine Angel machen schon. Aber das können wir gleich machen. Ich baue jetzt erstmal hier ein bisschen Kohle ab. Dafür kann ich dir die Holzspitzhacke benutzen. So. Warum höre ich denn hier überall so Tiere? Vielleicht bist du nah an der Oberfläche. Ich habe auf der Aufnahme auch ein Schwein gehört. Habe ich gerade habe ich einen Huhn gehört. Okay. Ui, da bin ich ja echt weit weg. Mhm. Deshalb gehe ich jetzt nicht zurück und bleib erstmal hier.
Ah ja, genau. Ich sammle fleißig Erfahrungspunkte. Ach, ich kann wieder nichts mehr einsammeln. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal hier eine Kiste. Am Eingang. Am Eingang der Mine haben wir dann jetzt. Toll, jetzt habe ich die Kisten irgendwo hingebracht. Okay, ich komme mal vorbei, weil ich dann. Ups, mache ich mir mal ein paar Fackeln. Oder hat es mir die auch gegeben? Nee, hatte ich nicht. Okay. Ich mache jetzt jedenfalls erstmal eine Truhe hin, da können wir ein bisschen Holz reintun und so. Sachen, die wir nicht unbedingt direkt brauchen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Steinhacke. Die Tür brauche ich auch nicht. Nicht überhaupt noch richtig. Ui. Du hattest ein volles Inventar, ne? Meintest du? Ja. Okay, dann sammle ich das mal ein. Achso, hast du jetzt die ganze Kohle eingesteckt? Ja, und da oben ist auch noch mehr. Ja, yeah, da war ich gerade. Ich bin auch noch nicht fertig, wie du siehst. Ja. So, also hier ist jetzt die Truhe. Noch einen Ofen, dass wir das Eisen, was wir erst haben, erstmal einschmelzen können. Aber für Werkzeug wäre das auch nicht ganz unpraktisch. Ja. Was tue ich denn hier? Okay, Kohle brauche ich nicht. Ich habe jetzt nur ein Stück Kohle, was ich gerade noch zum Schluss eingesammelt habe. Habe ich den Rest weggetan oder hast du das alles eingesammelt? Ich hatte gar nichts eingesammelt davon. Oh Mann. Kannst hier gleich mal ein bisschen Kohle reintun? Ja. Bin dabei. Pflasterstein, Erz, brauche ich jetzt auch ja noch nicht mit. Eisenerz habe ich auch da reingetan. Machen wir das mal hier. Na, jetzt habe ich es. Och, irgendwie mag das gerade nicht so, wie ich möchte. So, ich habe jetzt das Eisenerz komplett da reingetan und auch genug Kohle. Dann kann ich mir nämlich auch gleich noch eine Eisenspitzhacke machen. Achso, soll ich jetzt hier schnell noch ein paar Fackeln machen oder machst du das selber? Kann ich auch selber machen. Okay. Wo haben wir denn Holz? Ich glaube, das hier ist Holz. Ja, ich. Ja, das ist echt doof auf der Auflösung. Ah ja, genau. Kohle brauche ich ja auch. Immer mal an die Decke gucken. Ist aber schon. Scheint recht groß zu sein, hier das Gebilde. Hier scheint nicht zu sein. Ja, wo nichts ist, kannst du ja auch dann mit Erde so ein bisschen die Gänge zudrücken. Ja, das war aber sowieso ein mehr oder weniger versteckter Gang, wo man hinklettern musste. Und der ist sofort dicht gewesen, also es lohnt sich nicht, den irgendwie zuzubauen. Okay. Das habe ich eben gar nicht mehr gesehen. Ich bin froh, wenn diese Holzspitzhacke hier weg ist und ich mich nicht mehr drum kümmern muss. Das dauert so lange, selbst Kohle damit abzubauen. Oh. Na, das ist ja nicht so schön. Oh, das hatte ich auch nicht mehr gesehen.
Ich muss sowieso gleich nochmal zurück zum Ofen, damit ich mir noch ein bisschen Eisen rausnehmen kann. Ja, ich habe auch gerade nochmal Eisen abgebaut. Zwar nicht viel, aber immerhin, ein Anfang. Ja, und für die 500 Schienen brauchen wir, glaube ich, knapp... Okay. Ah, das hing gerade. Ja, genau, das habe ich eben auch bekommen. Eine Minecraft-Uhr. Aha. Ja, theoretisch könnte man das doch so machen, dass, wenn man ja so eine, ist jetzt Dungeon oder so sowas findet. Meinst du eine Mine oder, eine Festung? Genau, eine Mine, wie wir das eben hatten mit den anderen Gamertags. In der anderen Welt. Was ihr nicht sehen könnt, haha. dann könnte man sich doch einfach die Schienen... Die Schienen können wir uns abbauen, ja. Die kann man sich dann einfach mopsen. Aber dafür müssen wir erstmal eine Mine finden. Was wir auf jeden Fall auch finden müssen für einen Erfolg ist ein Sattel. Das ist auch sehr schwer zu finden. Ist nicht besonders häufig. Ja, schade. Es ist wirklich nur so ein Raum. Menno. Warum? So, mein Spitzhacke hat jetzt den Geist aufgegeben. Kann ich wenigstens mit der Steinspitzhacke weitermachen. Da ist auch nichts. Bei mir knistert die Musik. Mal schauen, ob es auch auf der Aufnahme nachher so stört. Oh je. Da geht's etwas runter. Eieiei. Ist eine ganze Menge Kohle. Oh, falsche Richtung. Yay, noch mehr Eisen. So, dann sammle ich auch mal die ganze Kohle hier ein. Ah, da ist noch was Eisen, das ist schon mal gut. Ja, das klingt immer gut. ja. So, mal schauen, was hier unten so ist. Ich hoffe, ich komme gleich wieder hoch. Ach, das wird schon funktionieren. So, dann hole ich mir jetzt erstmal ein bisschen Eisen. Mal erstmal hier ein bisschen Licht. Der Ofen brennt auch noch fleißig vor sich hin. Ah, letztes Eisenerz. Ah, ich sehe Wasser und höre sogar. Schön. So, ich habe jetzt erstmal drei Eisenspitzhacken gemacht. Eine davon liegt jetzt noch in der Truhe. Und zwei davon habe ich mir jetzt mitgenommen. So. Und 15 Eisenbarren sind jetzt auch in der Truhe. Dann markiere ich mir hier mal mit Fackeln, dass ich wieder hier hoch muss. Dann schauen wir mal. Was haben wir alles? Trink mal Kohle. Hier scheint nicht wirklich was zu sein. Da ist auch nichts. Na gut, den Weg brauche ich also nicht. Da gucke ich gleich nach. Da oben hole ich nicht das Kohle extra runter. Naja, also die Kohle muss man auch nicht komplett abbauen.
Aber da ist Eisen. Das ist gut. Da muss ich ran. Na? Oh, Volltreffer. Da wollte ich nicht hin. Okay, ich muss noch etwas. Oh, das hat wohl nicht funktioniert. Ja. Jetzt bin ich nah genug dran. Hier ist auch Eisen. Leider nur zwei Erzblöcke. Hm. Ich glaube, ich bin gleich bei dir. Nee, Sackgasse. Aber da sehe ich dich. So. Ja, ich bin mal, wie gesagt, gespannt auf die Aufnahme nachher, wie das so aussieht, weil es hängt leider ein bisschen bei mir wieder. Oh. Das ist natürlich doof. Ah, genau, da war das Wasser. Also müsst ihr euch nicht wundern, wenn ich manchmal irgendwie ein bisschen blöd durch in der Gegend rumhänge. Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen Stein abbauen. Warum? Ich habe kaum Pflasterstein. So, hier haben wir Pilze. Manchmal finde ich das selber lustig, je nachdem, wie ich die Wörter sage. Aha. Was denn? Du kannst einen weiten Weg hier, die fucking Dinger hängt. Und hier ist nichts. Ja, das kenne ich. Ich habe hier wenigstens gerade noch ein Eisen gefunden. Blöde Pilze, ey. Oh, Auto speichern. Okay. Weiter geht's. Ist zwar wieder nur Kohle, aber egal. Mal, was da hängt. Hängt. Okay, da ist auch ein Ausgang. Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich etwas tiefer. Ah, Eisen. Nur eins. Mono. Ich glaube, hier bist du auch lang gegangen. Tiefer ist erstmal gut. Oh ja, genau. Noch mehr Eisen. Oh, hab ich wohl nicht gesehen. Nee, vielleicht bist du auch nicht da lang gegangen. Kann auch sein, dass du hier außen gegangen bist. Ich bin gerade etwas orientierungslos. Ach du je. Da müssen wir aufpassen. Was denn da? Da könnten wir runterfallen. Oh. Mal lieber schnell zu. Eine große Schlucht oder was Kleines? Ne, was Kleines. Okay. Und ist auch nur Wasser, soweit ich das erkennen kann. Und vielleicht 4x4. Ach, 4x4, 2x2. Okay. Irgendwie bin ich gerade etwas verloren. Aus Hilfe? Nee, ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Okay. So. Ach, ich muss mal ein bisschen umsortieren, die Fackeln sind mir zu weit weg. Da wollte ich hin. Oh, Eisen. Ja, also ich mache immer grundsätzlich immer diese Wasserfälle oder wie auch immer, die man dann nennen mag, immer zu, damit ich mich dann auch schön da wegbewegen kann. Okay. Weil oft ist es auch noch so, dass unter dem Wasserstrahl oder Wasser auch noch was an Mineralien ist. Genau. Und oft dann einfach so nicht gesehen wird. Wow, das führte ins gar nichts. Nicht mal Kohle. Ich sollte nicht auf deinen Bildschirm schauen, wenn ich abhacke. Also hier. Nee, vielleicht nicht unbedingt. So, schauen wir mal immer wieder an die Decke, weil das ist ja wichtig. Ja, da kann man schon mal schön Sachen übersehen.
Eiseln. Na? Die Laterne. Ach, die Laterne. Die Fackel wollte nicht an der Wand hängen bleiben. Ach nee. Schon wieder ein Gang, der ins Nichts führt. Okay. Gold. Gold ist auch wichtig. Für die Boosterschienen brauchen wir nämlich Gold. Okay. Okay. Und hier ist auch noch Eisen. So, wo war ich denn jetzt eben? Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Ich glaube, jetzt gehe ich nur wieder in die Sackgasse. Ja. Wo bist denn du? Ich? Bin irgendwo an dir vorbeigegangen, glaube ich. Wobei, ich sollte mir echt mehr merken. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Kannst du meinen Namen nicht sehen? Doch, ich sah den eben. Achso. Ja, ich sehe dich auf jeden Fall. Nee, ich bin, Moment, ich muss mal kurz. Was für seltsame Gebilde. Wahrscheinlich ist das wohl. Hier? Nein. Bin ich lang gegangen? Ja. Falls du zu mir willst. Nee, ich möchte nicht zu dir. Ach so, okay, ich dachte, du wolltest zu mir. Wohl. Ich glaube, da von oben habe ich da drauf geguckt. Oh, ich glaube, ich will Lava. Ach nee, ich glaube, das war nur dein Ploppen. Keine Ahnung. Eisen. Doch, das ist Lava. Das ist Lava. Hier ist noch Eisen, das ist gut. Auf jeden Fall auch Redstone. Ja. Hab ich noch nicht gefunden. Ich auch nicht. Du hast aber auch schon Gold gefunden, was ich nicht gefunden habe. Oh, kaputt. Lag ich mit Lava ja gar nicht mal so verkehrt. Hast du es gefunden? Hier haben wir Lapis Lazuli. Okay, nicht wirklich sinnvoll, aber... Ich baue es trotzdem ja, mal. Ja, natürlich. Es bringt zum einen Erfahrung, zum anderen ist es schön blau. Yay! Falls wir Wolle färben wollen oder so, können wir das damit tun. Nur Kohle. Brauche ich nicht. So, und hier ist Golderz. Gut. Was ich mit meinem mit diesem Account noch nicht gesehen habe. Was ganz Neues für den Gamertag.